Mit Laserpistolen und Radarfallen machen Ordnungshüter in Deutschland täglich Jagd auf Temposünder. Dabei kommt es immer mal wieder zu Pannen mit ungewöhnlichen Blitzerfotos. Auf denen sind dann schon mal flotte Biker, Pferde oder gar Hunde am Steuer zu sehen. Bei der Polizei im rheinland-pfälzischen Zweibrücken hat jetzt ein tierischer Tiefflieger die Messkamera ausgelöst. Papageien fliegen schnell, manchmal zu schnell. So wie gestern in der Römerstraße in Zweibrücken. Ausgerechnet in der Tempo-30-Zone wird er erwischt. Mit sage und schreibe 43 Stundenkilometern. 13 Stundenkilometer schneller als die Polizei erlaubt. War der in Augenscheinnahme des Beweisfotos, sage ich mal, hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich ein Papagei Grund des Auslösers war. Ja, der ist also, wie es der Zufall so wollte, und das ist sehr außergewöhnlich, durch den entsprechenden Messbereich geflogen und wurde mit 43 Stundenkilometer anstatt der 30 erlaubten gemessen. Die Polizei hat auch schon eine Spur, die zu dem Temposünder führen könnte. Wir haben hier im Rosengarten mehrere Tiere ansässig. Das sind sogenannte Halsbandsittiche. Das ist eine Untergattung der Familie Papagei. Und der hat wohl offensichtlich an diesem Morgen einen Ausflug gemacht und ist zufällig durch diese Radarkontrolle geflogen. Papageien fühlen sich inzwischen in verschiedenen Großstädten mit milderem Klima pudelwohl. Zum Beispiel in Wiesbaden, wo es am Rhein mehrere hundert von ihnen gibt. Auch mitten im Winter sitzen sie dort in den Bäumen. Der Polizei sind übrigens auch schon Pferde in ihre Radarfallen gelaufen. Hier schützte ein PS den Fahrer von mehreren PS vor einer saftigen Strafe. Bei diesem tierischen Blitzerfoto war allerdings eine Strafe fällig. Hunde auf dem Schoß können 25 Euro kosten. Auch über diesen Fahrer mit tierischem Vorbau war die Polizei nicht glücklich. Er fuhr nicht nur zu schnell, sondern durfte auch mit dem Hirschgeweih so nicht weiterfahren. Wir mussten leider seine Dekoration etwas verändern, auch wenn das wirklich richtig klasse aussah. Aber es ist natürlich gefährlich, mit spitzen Gegenständen, gerade wenn sie im Frontbereich angebracht sind, längere Strecken zu fahren, überhaupt im fließenden Verkehr teilzunehmen. Was wird nun aus der Fahndung nach dem überschnellen Papagei von Zweibrücken? 15 Euro kostet die Geschwindigkeitsüberschreitung von 13 Stundenkilometern. Wir werden wohl, denke ich mal, die Sache nicht weiterverfolgen, weil der Aufwand wahrscheinlich im Verhältnis zu groß wäre. Da ist der Papagei, also der Polizei von Zweibrücken, gerade noch einmal schnell genug davongeflogen.